In diesem kurzen Video will ich einmal demonstrieren, wie es möglich ist, einen Dodekaeder-Sternball zusammenzubauen, auf sehr einfache Weise, wenn man nur das richtige Material verwendet und die richtige Größe. Da habe ich ja schon einiges erlebt. Das ist also so ein Mittelding zwischen Tonpapier und Postkarte, etwas fester. Das waren alte Akten, Trennblätter, so Registerbögen, die ich zerschnitten habe. Ich zeige jetzt mal, wie das geht. Für die Zusammensetzung der Farben benutze ich meine magische Ecke, so nenne ich es mal. Ich will, dass natürlich in jedem der 12 Sternenkränze die Farbe nur einmal vorkommt. Außerdem soll hier an den Stellen, wo die Kränze sich begegnen, dass hier zwei Farben sind, liegt daran, dass das Modul von da nach da durchgeht. Aber die anderen Farben sollen unterschiedlich sein und das zeige ich jetzt ganz schnell. Erst muss ich das Ding auseinandernehmen. Ich habe nämlich keine Module mehr von dieser Sorte. Das war so Restepapier, was ich hatte. Aber das ist schnell gemacht, wenn einmal der erste Sternenkranz, Spitzenkranz, auseinander ist, dann kann man das ganz gut auseinanderziehen. Über das Falten der Module gibt es ja genug Videos. Ich beschränke mich hier jetzt also nur auf das Zusammensetzen, um zu zeigen, wie schnell das gehen kann, wenn beides zusammenpasst. Ich beginne mit dem ersten Fünferkranz. Zu der Verbindung dieser Module zur Versteifung nehme ich jetzt die Farbe, die sich hier unterhalb in dieser kleinen Ecke zeigt. Und das ist meine magische Ecke bis zum Schluss, also gerade da, wo ich es einsetzen muss, direkt nebendran die Farbe. Natürlich muss ich meine Baustelle dann immer an der richtigen Position haben. Sehen kann. So, jetzt bin ich einmal rum. Das sollte ich hier dann auch sehen, dass es stimmt. Jetzt mache ich gerade irgendwo weiter und muss jetzt gar nicht mehr gucken, was mir fehlt, weil ich richte mich nach den Farben wieder an der Seite. Da zeigt es mir rot und die andere Farbe ist grün. Dass das System hat, ist mir erst durch Zufall aufgefallen. Orange und blau. Ich will es hier dann doch mal weitergeben, weil es das Ganze doch sehr entspannt. Orange habe ich drin, blau fehlt. Und man sieht auch, das Material, das macht sich hier gut. Auch nach fünfmaligem Auseinanderbauen kann man es noch gut ineinander stecken. Und die Größe ist handlich. Grün-Orange.
das jetzt verbinden. Und dann habe ich auch diese Runde komplett. Kontrolle. Offene Enden. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau. Jetzt werden die Ecken miteinander verbunden. Ich könnte natürlich überlegen, das Modul, das dazwischen kommt, gehört ja in den Sternenkranz und in diesen Spitzenkranz. Also fehlt die blaue Farbe. Ich hätte da gar keine andere Wahl. Aber auch da sehe ich, meine magische Ecke zeigt mir auch wieder die richtige Farbe. Und von daher kann ich mir auch den Blick, den Kontrollblick sparen. Die raue Oberfläche hält das Ganze zusammen und die Stärke des Materials sorgt für Stabilität. So, die Runde ist auch fertig. Jetzt kommt das letzte dran und da muss ich jetzt nun wirklich nicht mehr gucken, was mir fehlt. Aber auch da, die Ecke ist wieder da. Schaue ich jetzt, dass die neuen Enden über dem alten drüber liegen, weil ich es ja gleich noch zusammensetzen muss. Sonst muss ich mir alles nachher rausholen. Habe ich am Anfang mit dieser Form gekämpft und wie oft ist mir das auseinandergefallen. Aber im Lauf der letzten Tage hat sich das doch geändert. So, jetzt geht es einfach der Reihe nach hier rein. Ich meine, dass das natürlich am Anfang etwas länger dauert, ist klar. Aber wie man sieht, auch hier gilt, Übung macht den Meister. Und wir sind mit der Kugel schon fertig. Ein bisschen drücken noch und dann passt das. Natürlich kann man die letzten beiden Arbeitsschritte auch in einem machen, wenn die verbleibende Öffnung groß genug dafür ist. Ich zeige jetzt nochmal, wie ich das meine. Das erste natürlich so reinmachen, dann gerade das zweite und sofort hier reinlegen, dass die Öffnung an der Spitze dann auch geschlossen wird, an der Oberseite. So, jetzt fehlt mir das Rote. Das spart dann zusätzliche Zeit und Energie. Ich muss immer wieder zurückgehen zu meiner Baustelle. Erst den Kranz schließen. Und dann gerade hier reinsetzen. Und das letzte jetzt. Da sollte ich erst einmal Gelbe rausholen, was ich nachher brauche zum Verbinden. So, das kann ich da schon reinmachen. Dann ist es am Platz. Jetzt muss ich nur noch das da rausfischen und hier reinsetzen. So. Und dann hier oben das letzte reinmachen.
jetzt geht es sogar ohne das Messer. Die Kugel habe ich bestimmt schon 6-7 Mal auseinandergenommen, um das zu zeigen. So, jetzt ist es fertig. Wer noch eine Herausforderung braucht, ich bin heute mit dieser Idee aufgewacht, die Farben so zusammenzusetzen, dass an beiden Seiten natürlich der Regenbogen-Sternkranz ist, aber die Farben hier in der Mitte mehr beieinander sind und nicht so bunt verteilt, obwohl mir das recht gut gefällt, muss ich sagen. Und da hatte ich die ganz einfache Idee, nämlich die Module einer Farbe gerade von unten nach oben hier über so einen fertigen Ball derselben Größe zu legen, um das Muster auszuprobieren. Und danach habe ich dann die nächste Farbe einfach nach demselben System angesetzt, bis ich drei Farben zusammen hatte. Dann habe ich diese fertige Kugel rausgenommen und habe das dann so weiter zusammengebaut. Und das war dann ja kein Problem mehr. Aber das gefällt mir dann doch besser. So, das ist das. So habe ich das gedacht. Viel Spaß.